Hallo meine Freunde und willkommen zurück bei einer weiteren Episode von Outlast. Ja, ich habe vom letzten Speicherpunkt aus wieder gestartet. Das ist sehr bedauerlich. Kacke. Warum habe ich irgendwie auch egal? Ich bin irgendwie aufs Spiel gegangen. Ich weiß nicht warum. Ach ja, ich weiß warum. Ich wollte die Tonspur überprüfen. Also warte mal, dann können wir uns den ganzen Kack nochmal antun. Ist kein Problem. Wir sind hier bei Lil Enthalpy. Das ist alles richtig so. They killed us. They got out. The Varys. Batterien. Security control. Ja, komm, laber schneller. Ich habe keine Zeit. Echt ziemlich dunkel, ne? Hallo? Sieht man mich überhaupt? Hallo? Licht? Licht? Das Licht ist heute ein bisschen dunkel, ein bisschen faul geworden. So, warte mal. Hier ging's lang, dann hier, dann hier, ne? Und dann war hier. Da ging's eigentlich nicht weiter, sondern hier. So. Hallo? Oh Junge, wie ich mich auf die Bewohner hier nicht freue. Alter Falter, ey. Das ist eine Batterie. Ich hab eine Batterie. Drei Batterien schon? Ja, die hätte ich am Anfang auch schon gehabt. Aber mein Skills ist das immer normal. So. Gucken wir mal kurz hier. Ist der Typ hier reingegangen oder da? Ich weiß nicht, guck mal hier. Da. Little Fig. And who are you then? Ich bin dein schlimmster Albtraum. Ich hab ne Kamera. Merciful God, you have sent me. Meine Kamera. Guard your life, son. You have a calling. Er hat mich angepackt. Flieh aus der Nervenanstalt. Nervenheilanstalt, so, das wollte ich sagen. Och, du Kacke, och, du Kacke. Ja, das hatte ich eigentlich schon länger vor, dass ich hier raus möchte. So, der ist gerade zu seinem Dienst angetreten. Zu seinem Dienst. Puh, das hat mich gerade ein bisschen geschockt. Eidesstaatliche Erklärungen wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security, abgekürzt MHS, geliefert. Ja, die grundzufolgende Annahme hat katastrophaler Sicherheitsausbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstaatliche Erklärungen und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten voller Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corporation oder ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umständen, die entsprechender Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit.
So, das heißt, sie wollen hier einfach eindringen und sich das Ganze hier anschauen. So wie wir. Nur, dass wir hier keine Papiere mitgenommen haben und auch keine Anmeldung und sonst was. Anwälte, da wollen wir gar nicht drum anfangen. So, Security Room Flur 1 sind wir. Na, Glückwunsch, ey. Was haben wir denn da eigentlich? Sieht aus wie ein Hotelgast. Gast. Eingecheckt hatte schon. Boah, lass mal hier reinsetzen und abhauen. Berg runter. Tschüss. Ich weiß nicht, warum ich in den Keller gehe. Das ist eigentlich sehr falsch von mir. Aber hier geht es eben nicht weiter. Das heißt, wir gehen wieder nach oben. Hui. Jetzt sieht man mich, ne? Hallo. So. Ich weiß nicht, ob man mich sieht. Das ist das Problem, weil dann nehme ich jetzt 4 Folgen auf und man sieht nur schwarz. Hallo. Aha. So viel dazu. Ich sag nichts. Ich würde sagen, hier hat jemand seine Periode wieder an den Boden geschmiert. Ja, Periode. Also das ist das, was da noch so herumschwirrt im Bauch, Bäuchlein. Hm? Ein ungeborenes Zeuge. Wo guckt er sich gerade? Bahnhofsklo. Geil. Immerhin hatte hier noch Klopapier, also das heißt, ihm geht's noch gut. Wir können hier ruhig schließen. So, der macht sein Geschäft noch zu Ende. Und wir gucken, was wir uns notiert haben. Der Zeuge. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden. Habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen. Einige Rippen sind gebrochen. Wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Lecker, auf die Pizza direkt werfen. Er wirft mich durch die Wand, durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann. Teigiger, ja, keine Ahnung, was das bedeutet. Auf jeden Fall hat das irgendeine Bedeutung. Teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kindergrab. Ja, Kindergrabscher, das wollte ich auch sagen. Seinen Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und zu meinem Wohl tut. Da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Hand weg. Zu dem Zeitpunkt, ja, zu meinem Wohl? Zu meinem? Er hat mich berührt? Das nennst du also, ja, das ist okay. Wenn du das sagst, Spiel, dann ist alles ja gut, ne? Ich hab dich im Auge gelegt. Das sieht auch eigentlich ganz okay aus. Also ich weiß nicht. Da hat ihn seine Frau wohl wahrscheinlich sehr, sehr lieb. Sorry. So, Batterie haben wir, das heißt, wir müssen jetzt 4 Stück haben. Jawoll! Und der hat, ja, der hat das ganze Spektakel miterlebt. Und hat sich gedacht, ne, das mache ich nicht. Lass ihn machen. Das macht eh nur Flecken. Was laber ich da? Keine Ahnung. Sorry. Wenn ich Laberscheiße. Habe ich gerade Laberscheiße gesagt? Ich bin eine Laberscheiße, ja! Nein, wenn ich Scheiße laber, einfach nur auf Mute drücken. Und wenn ich so mache, bin ich mit dem Scheiß fertig. Das heißt, ihr könnt da wieder aufdrehen. Denn das würde mir einiges ersparen. So. Ich finde das cool mit diesem Glaseffekt. Weißt du, was ich meine? So. Guck. Das ist cool. Murkoff. Ist ja gut.
So. Da geht's raus. Geht's hier rein? Jede verschlossene Tür ist eine gesunde Tür. Ich bin auch krank. Hüstelchen. Oh. Oh. Ich glaube, der hat was in der obersten Schublade gesucht. Na gut. Na gut. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial von Projekt Wallrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Wallrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weitere Verluste. Was die bereits verzeichneten betrifft, so ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt. Je weiter sich die morphogenetischen Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen ernährt. Doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weitere Kontrolle und Profit natürlich zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Helen Granite, Murkoff Schadensabteilung. Schadensabteilung, aha. Das heißt, hier passiert öfter mal was. Würde ich sagen. Würde ich behaupten, was auch immer. Schönes Bild mal zur Abwechslung. Schönes Bild! Ja, es geht wieder los. Andi dreht am Rad. Hier ging es nicht weiter. Was ist hiermit? Dass die Ecken immer so dunkel sein müssen, das ist nicht gut. Ja. Ja, hier war ich schon. Hier war ich wirklich schon. Hier war ich doch schon. Security. Für diese Tür ist eine Schlüsselkarte. Schlüsselkarte. Entschuldigung, mein Herr, haben Sie eine Schlüsselkarte zufällig? Ich habe Sie was gefragt. Jetzt starren Sie keine Löcher in die Decke, sondern sagen wie Sie mir, wo die Schlüsselkarte ist. Okay, der will mich mit dir kooperieren. Na gut. Schlüsselkarte. Ich brauche eine Schlüsselkarte. So, ich guck nochmal hier rein. Ich bin Andi, ich übersehe leicht was. Nö. Die Herrschaften wollen immer noch nicht mit mir. Nein, die wollen mit mir einfach. Die wollen einfach nicht. Vielleicht hat der Zeuge was gesehen. Wahrscheinlich seinen eigenen Klöten. Ah, fuck it. Ich brauche eine Schlüsselkarte. Wachmeister. Der müsste doch was haben, oder? Hallo? Hey. Schlüsselkarte. Hier waren wir noch nicht, oder? Nö. PCs, ganz viele PCs. Warum chillen die alle heute auf dem Boden? Ist heute irgendwie der Boden-Day oder so? Hier sind auch Stühle überall. Man kann es sich auch wenn man tot ist, kann man es sich gemütlich machen. Spricht euch nichts gegen. Aha, wo sind wir hier? Von
wieder eine Akte. Schon wieder eine Akte. Therapiestatus. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisiert sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormon. Risiko behaftet. Diagnostik. Spirometrie ergab leichte bis mittelbronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmend mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkung. Walker? Wer auch immer Walker ist. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelung. Die tun die sich ja alle selber weh. Verstümmelung, Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße. Ist das nicht Fetti gewesen von gerade? Naja. Körpergröße angepasst werden. Extensive Dermaleruptionen ebenso übereinstimmend mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaubte ihm eine wahre Sicht, vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tautara-Echsen und ihren paritalen Augen. Also, da kann man so, ne? Ach so, ein Auge da, mal ein Auge da. Das ist eigentlich voll cool. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippennase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelung zu achten. Aua! Lass es. Okay. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, schienen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorher geschehene Fixierheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Und da bin ich wieder. Und ein Pappkarton ist in der Fresse. Oh mein Gott, was passiert? Ja, was passiert ist, erfahren wir natürlich wie immer in der nächsten Episode. Ich hoffe, da finden wir auch endlich mal diese verdammte Schlüsselkarte. Und ja, ich muss mich nochmals entschuldigen, wenn ich beim Lesen ein bisschen stottere. Das ist bei mir ein bisschen habe ich bei mir so halt an mir. Auch in der Schule, wenn ich vorlesen muss, fange ich einfach an zu stottern. Wenn ich für mich privat lese, dann super. Aber wenn ich irgendwie für jemanden vorlese oder sogar mit Kamera in der Fresse, Licht und Action und so ein Kack... Das braucht ein bisschen. Also ich versuche oder gebe mein Bestes. Und ja, denn jeder fängt mal ein bisschen blöd an und ich fange halt so blöd an. Von daher kein Problem. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Und wenn ihr halt Bock auf Sprachfehler habt beim Lesen, dann seid ihr hier natürlich willkommen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer LinnNLP. Outlast.